Hey und willkommen zu einem neuen Video, zu einem, wie man hier schon sieht, einem neuen Skizzenbuch-Video, was wir ja schon seit längerem nicht mehr gemacht haben, aber mein Skizzenbuch ist voll wieder, seit jetzt schon ein paar Wochen, aber ja, ich wollte erstmal hier unsere Challenge-Auswertung machen, bevor ich mit dem Skizzenbuch das hier zeige. Und ja, deshalb kommt das erst jetzt. Aber das wollte ich auf jeden Fall noch machen und zwar, ja, deshalb machen wir das jetzt. Hier sieht man, ich habe angefangen mit dem Skizzenbuch am 25.06.2018. Heißt, das ist schon ziemlich alt, aber während der Zeit, während ich das Skizzenbuch hatte, sind auch eine Menge Sachen passiert, weswegen sich das auch sehr hingezogen hat. Hier oben sieht man, das ist mein 27. bzw. 29. Skizzenbuch, was ich gemacht habe. Ich habe eine ganze Menge Skizzenbücher. Ja, genau. Und ein paar davon habe ich schon gezeigt. Wer meine ersten Skizzenbücher sehen will, mein erstes Skizzenbuch habe ich auch gezeigt. Und da erkläre ich auch, warum es 27. bzw. 29. ist. Und ja. Ich habe das Skizzenbuch, ich mache ja hier immer meine To-Do-Listen hin und ich habe das Skizzenbuch so eingeteilt, dass ich hier immer mein Scribble-Zeugs gemacht habe und auf der anderen Seite meine Kanjis, weil für die, die es nicht wissen, ich lerne Japanisch und ja, das sind halt ein Schriftartensystem, besteht halt aus Zeichen, die man halt alle auswendig lernen muss und ja, deshalb tue ich das dort. Hier ist die erste Sache, die passiert ist, und zwar war ich in Berlin für eine Woche, vom 1.7.2018 bis zum 6.7.2018, und dort haben wir Parkour gemacht und es war super anstrengend und man ist abends nach Hause gekommen und wollte nur noch ins Bett fallen und deshalb bin ich in der Zeit leider nicht dazu gekommen, großartig zu zeichnen und deshalb ist hier diese Lücke drin, genau. Aber es war auf jeden Fall super cool in Berlin und ja, ich bin super froh, dass wir das gemacht haben und ja. Eine leere Seite, wie ist das passiert? Naja. Hier die linken Seiten, die werde ich wahrscheinlich nicht so zeigen, weil dort einfach nicht so viel zu sehen ist und ich nicht keinen Bock habe, das immer so hin und her zu schieben. Ja, genau. Und ja, gain followers with Sakimi-chan. Ich weiß nicht, wer Sakimi-chan kennt von euch, aber ja. Sie hat, ich glaube, 7000 Patreons oder so. Und malt die ganze Zeit solche Bilder hier. Und ja, funktioniert offensichtlich sehr gut. Das ist sehr lustig, immer zu sehen. Genau, so kann man mit Kunst auch Geld machen. Hier ein bisschen Bleistiftzeug aus dem Kopf. Und ja. So, hier fängt's jetzt an. Und zwar sieht man hier, das ist so ein Bild aus erster Perspektive. Das ist unser erster Tag in Indien. Und zwar war ich diesen Sommer in Indien und das war wieder ein Grund, warum sehr viel hier, sehr wenig gezeichnet wurde in der Zeit, wie man hier sieht. Also da ist immer nicht ganz so viel, was einfach daran liegt, dass man dort einfach den ganzen Tag damit beschäftigt war, keine Ahnung, zu überleben und sich zu überlegen, wo man die Nacht schläft oder hier. An dem Tag war ich krank und zwar richtig krank. Ich war noch nie in meinem Leben so krank wie an dem Tag, ey. Ja, Gottes Willen, ich will gar nicht mehr dran denken. Also, da habe ich einmal mein komplettes Inneres ausgeleert. aber das passiert vielen, wenn sie nach Indien kommen, weil dort einfach irgendwie die Bakterien so in dem Essen ist irgendwie was ganz anderes als bei uns und dann ist der Magen sich daran gewöhnt und dann, ja. Das hier ist so ein Ausblick aus unserem Hotel in Indien. Also hier ist so meine, weil das war eine Sessel-Couch, auf der ich geschlafen habe und das war so der Ausblick. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, hier sind halt so ganz viele so Häuser und so bla. Ja. Hier habe ich unseren Kronleuchter. Ich finde der Kronleuchter ist ganz cool. Die einzige Sache ist bloß, dass das hier gar keinen Sinn ergibt. Aber okay. Das hier finde ich aber dafür auch ganz cool. Und das sieht. Bleistift, ja. Und hier wieder mit Bleistift Sachen abgemalt. Und hier habe ich. Das ist so ein sehr kratziger Kuli. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ja. Dann Insektenzeugs, da habe ich mich ein bisschen. Oh ja, hier habe ich das Telefon. Während der Zeit habe ich mich so sehr. Ich hatte. Das ist immer noch alles in Indien. Und ich hatte mir so ein paar Feng Su
Videos runtergeladen. Wer Feng Zhu nicht kennt, guckt euch seine Design Cinema Videos an, die sind Gold wert. Und ich habe mir ein bisschen was davon runtergeladen und habe mir die derweilen angeguckt und habe mich sehr inspiriert gefühlt während der Zeit von Feng Zhu und so seinen Sachen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man so sein Zeug auch so ein bisschen wiedererkennen. Beziehungsweise sowas hier halt, dass man halt sowas hier macht oder so. Keine Ahnung. Ja. Und das war schon unser letzter Tag in Indien. Dann sind wir wieder zurückgeflogen. Das ist ein sehr langer Flug. Aber ja, man wird dort irgendwie die ganze Zeit... Oh, warte. Das ist unser Flugticket. Von Bombay nach München. genau. Und dann waren wir, ja, wir waren da 3 Wochen und dann waren wir jetzt zurück. Und ja, das hier ist zum Beispiel ein Videoskript. Das war das Video mit warum Bilder scheiße aussehen. die Videoidee dafür ist mir halt, die ist ja auch sehr von Feng Zhu inspiriert gewesen. Und ja, deshalb, das Video ist mir so, die Idee ist mir so während ich dort in Indien war gekommen. Ich hoffe, man sieht überhaupt, was hier los ist, weil das ist so mit Bleistift gemalt, gezeichnet und so sehr dünn. Ja, deshalb hoffe ich, dass man sieht, was hier abgeht. Aber hier habe ich versucht, Elon Musk zu zeichnen. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber ja. Oh, hier. Und was man hier mal sieht, das sind meine Workouts. Ja. Die kommen hier ab und an immer drin rum. Was eigentlich ziemlich blöd ist. Also ich schreibe mir halt auf, was für Übungen ich mache so. Und wie viele Wiederholungen und so. Was ist aber ziemlich behindert ist, weil ich dann in meinem kompletten Skizzenbuch durch die Gegend blättern muss, um die Seite zu finden, auf der steht, was für Übungen ich machen muss. Ja. Deshalb ist das ein bisschen dämlich. Und deshalb habe ich jetzt in meinem neuen Skizzenbuch das einfach alles hier ganz, ganz hinten auf die letzte Seite geschrieben. Und dann muss ich nicht immer ewig durch die Gegend blättern. Das ist auf jeden Fall ganz entspannt. Hier dann sowas. Shoulder Workout. Und ja. Ich glaube, das hier wird der erste Schultag gewesen sein. Weil ich hatte noch kein Hausaufgabenheft gekauft und deshalb schreibe ich mir dann alles immer hier rein. Mein Skizzenbuch, ja. Das hier finde ich ganz cool. Ich weiß nicht. Das hier. Ich finde es ganz nice. Und dann, ja. Aber während Indien habe ich auch 5 Kilo oder so, knapp 5 Kilo abgenommen oder so. Also das war schon ein ganz schöner Einschnitt. Aber das hat dann ungefähr so 2-3 Wochen gedauert, bis man dann wieder reingekommen ist. Hier habe ich offensichtlich Photoshop bekommen, bis man dann halt wieder ein bisschen Masse aufgebaut hat und so. Ja, das dauert dann halt ein bisschen. Aber es war es auf jeden Fall wert, so. Zack, das hier waren so Sketches, mit denen ich so ein bisschen ausprobiert habe mit Photoshop. Ja, wieder zu arbeiten, wieder reinzukommen. Ich hatte ja schon vorher Photoshop. Oh, das hier finde ich auch cool. Ich hatte ja vorher auch schon Photoshop, aber das habe ich irgendwie ein bisschen verbockt und dann hatte ich es nicht mehr. Und ich habe, das mit den Shortcuts hat mich halt immer richtig aufgeregt bei Photoshop, weil ich in Krita andere hatte und das cringe war, dort in Photoshop andere Shortcuts zu benutzen. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, ja, das ist ganz gut, aber ansonsten Backworkout. Aber ansonsten ist das ziemlich scheiße, wenn man plötzlich in ein anderes Programm geht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man in ein anderes Programm geht und dann deine Shortcuts benutzen will und dann nicht schön. Naja. Mehr Gesichter. Ein paar Seiten davon habe ich auch auf unserem Forum gepostet. Oh, hier war ich wieder krank. Sick. Ein paar Seiten davon habe ich auch auf unserem Forum gezeichnet. Checkt das ab, wie man auf Neudeutsch sagen würde. Guckt euch das mal an. Das Forum, wer das nicht kennt, das ist ein Forum, das ein Kumpel von mir für uns gemacht hat.
auf dem man einfach Bilder hochladen kann und wo es auch ab und an Challenges gibt, wie zum Beispiel die Challenge, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Und ja, das ist eine ganz coole Sache und das hier finde ich auch lustig. Und hier diese Maske mit den Kreuzaugen, ich finde das auch cool. Naja, ja, das ist ganz cool und deshalb guckt euch das gerne an. Hier habe ich Motus. Ich habe ein T-Shirt von The Motus Project und ja, das ist angekommen und deshalb habe ich mir das Ding dort reingeklebt, weil ich das ganz cool fand. Ich finde diese Emblems hier sehen immer richtig cool aus. Ja. Das hier war von einem Livestream. Da habe ich mich ein bisschen warm gemacht. Ich weiß nicht, das hier zum Beispiel finde ich auch ziemlich cool. Keine Ahnung. Ist einfach so ein bisschen um Handgelenk warm zu machen und so. Ist das ganz gut. Dann wieder ein neues Shoulder Workout. Und wieder ein bisschen Bleistift, aber der super verwischt ist. Ich dachte beim. Oh ja, das hier finde ich auch ganz cool. Das hier ist von Kim Yang-gi abgemalt. Aber zum Beispiel hier das Pferd und hier das Mädchen, das hier auf dem Pferd drauf sitzt. Das finde ich ganz cool. Ja. Aber Kim Yang-gi ist sowieso ein Übergott. Ja. Dann habe ich so ein bisschen inspiriert von Kim Yang-gi, so mein eigenes Zeug gemalt. Was natürlich nicht ansatzweise so krass ist, aber zum Beispiel das hier oder das hier finde ich doch schon ganz lustig. So, dafür, dass das halt aus dem Kopf ist. Hier habe ich Ohren gestunnied, weil meine Ohren-Skills sehr wack sind. Zumindest waren, sie sind jetzt besser wieder, aber ja, ich hatte das Gefühl, dass ich nicht so richtig wusste, was da abgeht und deshalb habe ich Ohren geübt. Hier fängt es dann schon an mit unserer Challenge, Samurai-Challenge. Und da habe ich so das erste Mal so ein bisschen hier geguckt, was denn cool ist hier an Designmöglichkeiten, habe hier ein bisschen was ausprobiert und ja, habe mir überlegt, wie denn was denn mein Design werden soll. Und ja, hier, wenn hier mal dieses PS steht für Photoshop, das heißt einfach für mich, an dem Tag habe ich im Photoshop gemalt und deshalb ist es nicht so schlimm, wenn nicht so viel auf der Seite ist. ja, aber das hier finde ich auch ganz lustig. Ja. Zack. Und hier wieder das große Photoshop. Und Augen. Und hier habe ich, das war gar nicht mit Absicht, aber ich habe irgendwie hier bei ihm, ist da ein Wasserklecks drauf gekommen und dann ist das so verwischt und das habe ich früher mal gemacht bei meinen Zeichnungen mit einer Waterbrush. Warte. Oh. Wo ist meine Waterbrush? Man kann natürlich auch statt einer Waterbrush einfach einen ganz normalen Pinsel hier verwenden. Macht den nass und dann macht man mit dem nassen Pinsel hier so über die Kuli-Striche oder so. Wenn der halt wasserlöslich ist, dann verwischt der so ein bisschen und dann gibt das so coole Effekte. Ja. Oder hier zum Beispiel. Weiß nicht, sieht man das? Da. Und das sieht eigentlich ganz cool aus, wenn man es anständig macht. Ja. Und deshalb habe ich das da wieder ein bisschen ausprobiert, aber es hat nicht sonderlich gut funktioniert. Es kommt halt ganz drauf an, wenn das Papier zu dünn ist, dann weicht das durch und löst sich auf. Das ist kacke. Oh ja, hier. Gefska. Heißt der Künstler. Gefska. Und ich habe seine Sachen abgemalt und es ist wunderschön. Ich liebe den Stil. Ja, zumindest wenn das Papier zu dünn ist, dann... Oh Gott, alles geht kaputt. Wenn das Papier zu dünn ist, dann löst sich das Papier halt auf und das ist nicht schön. Und ja, deshalb... Und wenn der Stift nicht wasserlöslich genug ist, dann sieht es halt auch kacke aus. Deshalb muss man da gucken, dass man da eine gute Kombi von Stift und... Papier hat, damit das alles auch wunderbar klappt. Genau. Hier habe ich so ein bisschen Anatomie-Zeugs geübt. Mal wieder. Hier unten. Wurde auch mal wieder Zeit. Habe ich länger nicht gemacht und deshalb musste das mal wieder. Yeah. Oh ja, und hier ist wieder so ein Emblem, da habe ich ein Farang-Shirt bekommen und ja, da habe ich mir wieder dieses Emblem aufgeklebt, weil ich das cool finde. Ja. Hier mein Leg Day.
und wieder komisches Rumgescribble. Und ja. Oh ja, das hier habe ich ja sogar als Speedsketch vor kurzem erst gemacht. Vor ein paar Wochen ist das Video online gegangen sein. Und da merkt man auch schon, dass sich das Skizzenbuch langsam dem Ende neigt. Oh ja, hier hatte ich wieder diesen, ich habe mir diesen Stift hier nochmal gekauft, diesen Kuli hier. Das ist einfach so ein 35 Cent Kuli. Und ich liebe ihn. Ja, der ist super geil. Und ich habe den so gekauft damals und habe den so benutzt. Und dann war er alle und da wollte ich ihn mir nochmal kaufen und dann gab es den nicht mehr. Und dann war ich voll sad und dann habe ich so andere Kulis benutzt und dann war ich letztens wieder in dem Laden, dann gab's den wieder und ich dachte so, wow, krass. Und dann habe ich mir den gekauft, gleich so 5 Stück oder so auf einmal. Und ja, seitdem male ich mit dem. Oh ja, hier habe ich Arme, ganz viele Arme gemalt. Aus unterschiedlichsten Perspektiven, einfach um die Anatomie zu drillen. Und ja, zack. Das hier finde ich auch ganz cool. Weiß nicht. Das gefällt mir. Und ja, das hier ist auch ganz lustig. Habe ich versucht so, ich weiß nicht, das ist super schwierig. So, wie malt man jemanden, der schwimmt, beziehungsweise halt schwerelos ist? Das ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Also es ist nicht ganz einfach, muss ich sagen. Ja. Und hier wieder so ein bisschen Aufwärmzeugs. So Spiralen und sowas zu malen anständig ist auch gar nicht so einfach. Kann man auch mal ausprobieren. Und ja, das scheint schon die letzte Seite gewesen zu sein. Die letzten 3 Seiten habe ich leer gelassen. Und dann war es das Skizzenbuch auch schon. Es hat extrem lange jetzt gehalten. Also das ging jetzt vom 25.06. bis zum 29.09. Also eine ganze Weile. Meine Skizzenbücher gehen irgendwie immer länger und immer länger. Also früher habe ich die in einem Monat mal voll gemacht und jetzt brauche ich immer länger dafür. Aber naja, es geht ja auch nicht darum, so schnell wie möglich das Skizzenbuch voll zu machen, sondern halt so viel wie möglich zu lernen. Und genau, jetzt bin ich in meinem neuen Skizzenbuch. Das ist hier wieder so ein großes Ding. So ein A4-Teil. Und ja, da bin ich jetzt auch gerade dabei. Aber das ist bei zu einer anderen Zeit wird das hier dann voll sein. Vielleicht werde ich das auch zeigen. Mal sehen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video gerne. Wenn nicht, dann halt nicht. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Adios.